so, ja, was sehen Sie? Ja, er strahlt nochmal, ne? Wie gesagt, kein Hersteller der Welt, aber das werde ich dann auch noch ändern, ist in der Lage, eine vernünftige Lichterkette herzustellen, zumindest hier in Deutschland. Deshalb sind das Kerzen für außen. Aber natürlich habe ich einen Dimmer dazwischen. Obwohl der mir damals 30 oder 40 Euro kostete. So, in so einem Privatladen, weil wir kamen nirgendwo hin. Das war 2002, kurz vor Weihnachten in der Nadel. Wir kamen nirgendwo anders hin. Also wir hatten immer wieder diese Beinschmerzen, nur dass wir noch nicht trinken mussten, ne? Dass es immer wieder weggekommen war. Sollte ja wissen, wo es ist. So im Moment sind es auch wieder ganz, ganz toll. Und natürlich mussten wir mal die Fenster reduzieren und so. Ne? Hoffentlich kommen wir los die nächsten Tage. Naja, sonst reduzieren wir das erst. Natürlich mussten wir dazu leben. Wir sind ja am 18. sind wir das letzte Mal aus gewesen, ne? Und am 17. haben sie uns das letzte Mal auf Facebook gelassen. Ne? Und dann jetzt wieder. So, man stört uns auch weiter ganz, ganz stark. Aber wir haben so einen kleinen Trick gefunden. Leider können wir Ihnen den nicht ersagen, aber ich möchte das mal sagen. Ne? Also normalerweise wäre meine Frau wieder nicht auf Facebook gekommen. Möchte ich nochmal sagen. So, und der ist jetzt bald weg. Ne? Wenn das jetzt ein bisschen wärmer wird, dann wird es in der Wohnung bei uns hoffentlich auch wieder ein bisschen wärmer, wenn man nicht die Heizung weiter drosselt. So, wenn Sie ihn sonst weiter sehen, den Weihnachtsbaum, dann wissen Sie, dass es noch zu kalt war, ne? Und dass uns zu doll begasen. Aber sonst ist dann Zeit, dass dann verschwindet er, ne? Ich möchte auch nochmal die Spitze zeigen, wie schön die ist. Ja, wir wissen noch nicht, ne? Wir müssen sehen, erstmal wie warm das wird. Ne? Also, hier darf man nicht übertreiben, weil Sie wissen doch, wie kalt das draußen ist. Ja, jetzt ist doch die richtige Temperatur jetzt, zu kurz über gefilmt. Probieren Sie mal alles. Passen Sie draußen mal was an. Aber ein Gegenstand von draußen, ne? Kein irgendwie aus der Wohnung geholt oder noch mit der Tasche gewärmt und so. So, Sie haben sofort kalte Hände. Wie wollen Sie die kalten Hände denn warm kriegen? An der Heizung stellen? Na, da stellen Sie sich lieber nicht an, ne? Die Heizung zieht gleich diese ganzen Gase und so auch mit hoch und pustet Ihnen schön ins Gesicht. Deshalb haben wir so eine riesen Unterhaltung gemacht letzten Winter. Haben wir gedacht, wir sind zu blöd und gehen an der Heizung und stellen uns hin und gucken raus. Wie gesagt, da war Blaulicht, Polizei, alles mit beiden. Bei minus 10, minus 15 Grad, ne? Haben die und blitzert, ne? Also Schneesturm. Aus nördlichen Richtungen oder östlichen Richtungen, nordöstlichen Richtung, haben die sich hingestellt und die ganze Nacht gelärmt und tierisch rumgetobt. So, ich glaube, vorgestern Nacht gab es auch wieder Knallkörper. Na, müssen Sie sich mal anhören. Ja, wir kriegen das nicht mehr so mit, weil das ist ja nicht so, dass ich mich nun hinstelle, oh, machen Sie jetzt Lärm? Oh, das ist mir doch egal, oder was? Aber man kann sagen, man wird ein bisschen unruhig, wenn Sie eine Weile keinen Lärm gemacht haben, ne? Man denkt dann, ups, was ist denn nun los? Und auch gestern war man wieder herrlich dran und war zufrieden. Naja, wir haben schon Entzüge und Vergiftung, die sind immer da. Und war herrlich zufrieden. Ja. Und hat dann so richtig noch schön quasi Regenspiele gemacht. Ne? Wir haben aber auch den Tannenbaum nur angehabt. Wir haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt, wir haben noch einen dritten Teil geguckt von Dings. Haben wir schon zuerst gedacht, haben sie uns geklaut. Ne? Hier von, wie heißt das noch? Flucht der Karibik. Aber die gekürzte Fassung. Und den haben wir nicht gefunden im Mediamarkt, ne? Beim Hessen Center. Und dann haben wir gefragt. Und dann hat die Verkäuferin auch nicht gefunden, obwohl er im Computer war. So, und dann kam ein Verkäufer lang und hat ihn uns dann gegeben. Und hat ihn dann angeblich gefunden. So, da war dann kurz die Packung auf, dann haben sie kurz die DVD einverpasst. Ja, und wieder eingepackt. Ja, und wir kamen da nicht mehr hin und hin. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo wir da waren. Ne? So, und der Mann passt ja immer auf, dass wir dann da nicht hinkommen. So, und ich fordere nochmals Unterstützung auf hier, ne? Alle, die hier beim Rewe arbeiten und überall, ne? Wir wollen Unterstützung in Form von Lebensmitteln haben. Nichts anderes, ne, Nadine?
Das steht uns auch so zu, möchte ich anderen sagen. Das ist also kein Betrug, ne? Bloß die haben uns ja auch nur betrogen, hier Tafel auf Rädern. Diese ganzen Penner sind da nur meiner Frau dumm gekommen. Ne? Und die andere, die da arbeitete, die hatte ich immer extra abgepasst und dennoch blöd vollgedüst. Heute wissen wir, die standen ja nicht umsonst immer um uns rum und in Riesenschlangen. Und die hatten alle diese Zeug in den Kleidung, was wir eingeatmet haben und dann wollte man uns reizen. Es ist unglaublich, ne? So, und das sollten sich auch die DDR-Bürger anhören. Gegen die Stasi, man noch vorgeht, sie machen so weiter. Sie ziehen das alles so durch, ne? Ich unterbreche mal.